Falls auch du rausfinden möchtest, ob du unter den Symptomen einer Unterfunktion leidest, dann lade ich dich dazu ein, die Webseite www.ersatztherapie.com zu besuchen und dort einen ADAM-Test zu absolvieren. Falls du danach eine geeignete, betreute, professionelle Lösung für eine Therapie suchst, findest du auch dort die geeignete Anlaufstelle. Jetzt viel Spaß. Was ist Testosteron? Was ist Stoffen? Was ist der Unterschied zwischen Testosteronersatztherapie? Wer braucht das? Warum ist das wichtig? Kannst du da so in a nutshell? Geladene Frage. Alles klar. Testosteron ist das männliche Sexualhormon, das in uns auch die männlichen Verhaltenszüge rausbringt. Das heißt, wir sind dann aggressiver, haben mehr Muskeln, weniger Fett. Entsprechend auch diese männlichen Züge wie Bart, Brusthaare etc., das kommt vom Dehydrotestosteron. Also das macht uns zu Männern. Kein Testo, viel weniger Männlichkeit. Ja. Ein Mangel kommt dann zustande, wenn man einen Hypogonadismus hat, eine Unterfunktion. Das kann aufgrund von einem Trauma, Gehirntumor oder Lebensstil haben. Wenn du dein Leben lang nicht die Männlichkeit leben musst, keine Konfrontation, ja, kaum Sex, also die Dinge, für das Testo eigentlich da ist, nicht nutzt, dann ist es auch so, dass deine Biologie sagt, okay, use it or lose it, wir fahren das Ding mal runter. Okay, das heißt, du sagst, es gibt einen Überbegriff Testosteron, das männliche Sexualhormon, und je mehr man davon hat, desto männlicher ist man. Wenn man männlicher sein möchte, sei es jetzt aggressiver, muskulöser und Co., dann nimmt man sich mehr Testosteron bzw. versucht das dem Körper irgendwie natürlich zuzuführen. Wie funktioniert das? Natürlich hast du gesagt oder unnatürlich? Ja, natürlich, unnatürlich. Also idealerweise versucht man ja, unterstelle ich jetzt mal zu machen, das ist ein natürliches Hormon, zu machen, dass der Körper da mehr von produziert. Ja. Also jeder geschiedene Mann, der plötzlich Sex mit einer anderen Frau hatte, wird merken, dass plötzlich sein Testospiegel hochgeht. Plötzlich steht er wieder fester, länger, kann er mehr. Also da ist es plötzlich so, dass das Testo wieder reagiert, weil dafür ist es da. Es ist nicht da, um dieselbe Frau zu schwängern. Also weil irgendwann mal nach 6, 7 Monaten ist es so, dass das eigene System merkt und sagt, hey, jetzt hattest du schon 100-mal Sex mit der, hast du immer noch keine Kinder. Okay. Unsere sexuelle Strategie ist es aber möglichst viel Variety. Ja? Also unser Samen soll weit gestreut werden, damit die DNA, die eigenen Gene halt möglichst weit verbreitet sind. Also das heißt, wenn du das tust, wofür Testo da ist, du gehst Konflikte ein. Konflikt kann sein, du kannst ein Fußballmatch schauen und deine Mannschaft gewinnt, dein Testospiegel geht etwas hoch. Du kannst dich unter schwere Gewichte stellen und dann da rauskommen, lebendig wieder rauskommen, dein Testo reagiert positiv. Ja. Du kannst Frauen ansprechen, wenn du erfolgreich bist. Jedes Mal, wenn du erfolgreich bist, ist es so, dass dein Testospiegel hochgeht. Ist ein ziemlich destruktiver Lebensstil, ja. Aber das ist typisch männlich. Sehr typisch männlich. Wir Männer, wir bringen uns meistens so auf direkte oder indirekte Weise im Prozess unserer Mission sowieso um. Ja? Und das Unnatürliche ist es, dass man sagt, okay, ich nehme dieses Hormon in Form von Salbenspritzen und entsprechend ist es so, dass sie sich dieses Molekül dann halt entsprechend exogen geben und da die Abkürzung nehmen. Bei mir ist es so, ich mache seit 2009, bin ich auf Ersatztherapie. Ich habe bei den Wettkämpfen habe ich gestopft, weil sonst machst du keine Wettkämpfe. Außer du bist natural. Und dort stoffen die meisten nicht. Und bei mir war es so, dass ich in der Wettkampfvorbereitung die Medikamente bzw. das Hormon genommen habe und entsprechend dann abgesetzt. Und nach 9 Monaten habe ich gemerkt, es hat sich alles nur verschlechtert. Also die Körperfettwerte gingen hoch, Muskeln gingen runter. Die Energie war sehr schlecht. Ich habe Hanteln angeschaut, die ich vorher rumwerfen konnte und ich konnte sie nicht wirklich so bewegen, wie ich gerne möchte. Dann bin ich zu Medizinern, hatte einen guten Sportarzt, der hat sich ein bisschen ausgekennt. Wir haben uns eingelesen und dann sind wir auf diese Geschichte von Unterfunktion gekommen, haben Hormonwerte testen lassen. Und die Sache ist, das testet kein Arzt von sich aus. Obwohl es eigentlich so alles rausschreit, dass es an dem liegt. Es gibt so dieses, es gibt ein Adam-Quiz, Adam-Test, das kann man auch auf Google rausfinden, Testosteron, Adam-Quiz. Und dort kann man die Fragen durchgehen und dann sieht man plötzlich, ey, das sind die Symptome von einer Unterfunktion. Dann, als ich dann substituiert habe, physiologische Mengen Testo substituiert habe, war es plötzlich so, wie wenn jemand einen Lichtschalter anmacht. Innerhalb von 3 bis 4 Wochen war ich ein anderer Mensch. Der Nebel ging auf, hatte wieder Energie, hatte wieder Kraft, Motivation, Aggressivität, sexuelles Verlangen. Das ging alles hoch. Aber das sagt dir niemand, weil eben das wieder schon wieder in diese
toxische Männlichkeit geht und Testo ist negativ. Männer sagen es nicht, weil wir keine Konkurrenz wollen. Ja, wir wollen ja nicht, dass der andere männlicher ist als ich. Und Ärzte sagen es nicht, weil sie es nicht wissen. In der Schule wird ihnen das nicht beigebracht. Also muss es irgend so ein Burak sein, der auf YouTube dann plötzlich seinen Mund aufreißt und riskiert, dass Kanal gesperrt wird. Ich wurde damals auch vom Verband rausgeschmissen, wo ich tätig war, weil ich darüber geredet habe. Ja? Du wurdest vom Fitnessverband rausgeschmissen? Vom Bodybuilding-Verband, vom schweizerischen Bodybuilding-Verband. Bodybuilding-Verband, weil du gesagt hast, sinngemäß Testosterontherapie ist etwas Positives. Absolut. Ich habe darüber geredet, habe Videos dazu gemacht und dann im Urlaub bekam ich eine E-Mail, dass ich draußen bin. Ja, ich erinnere mich an, ich habe letztes Jahr mal einen Boxkampf gekämpft und man sagt ja, dass Zweikampf eben doch Testosteron doch sehr stark. Definitiv. Und die Woche vor dem Kampf, ich war eine Woche vor dem Kampf auf einer Hochzeit und ich dachte, ich kann hier nichts trinken, wenn ich zwei Bier drin hätte und jemand würde irgendwas nur remotely sagen, was mir nicht passen würde, ich könnte mich nicht kontrollieren. Ich hatte es noch nie in meinem Leben. Das war, ich dachte, okay, das war aus meiner Sicht so die Wirkung von Testo. Ich bin durchs Leben gegangen wie so ein wie so ein scharfer Hund tatsächlich. Wird man dann so oder bleibt man noch einigermaßen lebensfähig? Nee, Testo ist mehr so, dass man hauptsächlich Unfairheit nicht verträgt. Wenn du sonst unsicher bist oder irgendwie soziopathische Anteile hast, sonst ein Arschloch bist, dann bist du ein größeres Arschloch. Okay. Okay. Es verstärkt das, was in dir ist. Aber grundsätzlich ist, musst du dir das so vorstellen, wenn du ein Mann bist, der entsprechend männlicher ist und aber gefestigt ist, dann hast du es nicht nötig, allen links und rechts zu beweisen, was für ein toller Hecht das du bist. Ein Ferrari muss nicht ständig rumröhren und schwarze Spuren liegen lassen. Dabei ist es ein Ferrari, ja, aber wenn du ein Golf GTE bist, unter Umständen musst du zeigen, dass du einen Akrapovic-Auspuff dran hast und fällt. Dann musst du ein bisschen Lärm machen, okay? Also deswegen, es macht dich eigentlich ruhig. Testo macht ruhig. Ach krass. Ja. Testo macht ruhig, interessante These. Das heißt, das ist aber illegal, das zu, also man kann sich das nicht selbst besorgen sozusagen und selbst cremen, richtig? Ja, das ist auf Rezept, bekommst du das. Auf Rezept. Das heißt, theoretisch gibt es Ärzte, die sagen, pass auf, du hast eine Testosteron-Unterfunktion oder wie heißt das? Heißt das Testosteron? Unterfunktion, Hypogonadismus. Ein Hypogonadismus für Testosteron und deswegen müssen wir das jetzt mal künstlich hinzufügen.